Hey Leute, ja, heute möchte ich euch eine Weihnachtslook bzw. ja, Festtagslook Inspiration geben. Ich dachte mir, ich verwende für das heutige Video einfach nur Drogerieprodukte, weil ich weiß, dass viele meiner Zuschauer hauptsächlich Drogerieprodukte verwenden und ich natürlich auch sehr gerne Drogerieprodukte verwende. Übrigens finde ich, dass die Qualität in der Drogerie absolut gestiegen ist und man findet so, so tolle Produkte, um eben auch ein mega, mega schönes Ergebnis zu bekommen. Ja, also wenn ihr Lust habt auf meinen Festtagslook, dann bleibt auf jeden Fall dran und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Übrigens habe ich letztes Jahr auch einen Drogerie-Weihnachtslook geschminkt, also wenn ihr diesen noch sehen wollt, ich werde es euch mal unten verlinken. Viel Spaß! Ja, für heute benutze ich einen Illuminating Primer und zwar habe ich hier einen von Manhattan. Das ist der Radiance Primer und der gibt so einen schönen Glow auf der Haut. Das ist ja so ein bisschen glitzerig, aber wenn man die Foundation drauf gibt, dann sieht man von den Glitzerpartikeln nicht mehr so viel. Aber es gibt noch so einen zusätzlichen Glow und lässt die Haut total schön frisch aussehen. Also gerade für solche Gelegenheiten finde ich solche Illuminating Primer ziemlich, ziemlich schön. Ich verteile den Primer einfach komplett auf meinem ganzen Gesicht. Ich finde, der Primer fühlt sich auch sehr, sehr schön angenehm an. Also der ist auch sehr feuchtigkeitsspendend und danach ist die Haut wirklich sehr, sehr schön, ja, vorbereitet. Fühlt sich sehr smooth und glatt an. Also ich mag das Gefühl von diesem Primer wirklich sehr gerne. Das Einzige, was ich bemängeln würde, ist, dass er ein bisschen stark parfümiert ist. Also ich würde den jetzt nicht als Daily Basis benutzen, muss ich ehrlich zugeben. Aber so für besondere Gelegenheiten finde ich den eigentlich echt schön. Vor allen Dingen, weil sie es wirklich mega, mega toll anfühlt. Als Foundation benutze ich meine aktuelle Lieblingsfoundation aus der Drogerie. Und zwar von Essence, die Stay All Day 16 Stunden Foundation in der Farbe 05 Soft Cream. Die hält wirklich bei mir auch so unfassbar gut. Auf die kann ich mich wirklich 100%ig verlassen. Und gerade an so Festtagen, wo ja wirklich alles perfekt sitzen sollte, meiner Meinung nach, ja, ich kann mich darauf einfach verlassen und deswegen benutze ich die für so schöne, besondere Gelegenheiten sehr, sehr gerne. Ich trage die Foundation erst hier mit so einem Maskenpinsel grob auf meinem Gesicht auf. Das ist momentan so meine Lieblingsmethode. Und danach verblende ich das einfach mit meinem, ja, Beauty-Schwamm. Ich schichte die Foundation jetzt auch stellenweise, weil ich durch das Einblenden mit diesem Beauty-Schwämmchen immer so ein bisschen an Deckkraft verliere. Vor allen Dingen hier unten habe ich so einen wunderschönen, sehr schönen großen Pickel. Und da möchte ich hier besonders in der unteren Partie noch so ein bisschen Deckkraft schaffen. Hier oben brauche ich es eigentlich gar nicht, weil ich hier eine relativ schöne Haut habe. Aber hier unten reicht es mir meistens dann nicht aus. Ich will einfach nicht, dass man Rötungen sieht, sondern möchte wirklich, dass es schön glatt und ebenmäßig aussieht. Oh Mann. Concealermäßig benutze ich auch was von Essence und zwar den Stay Natural Plus Concealer hier jetzt in der Farbe 20 Gentle Beige. Ist auch einer meiner Favoriten momentan. Habe ich, glaube ich, in den letzten Favoriten im Oktober vorgestellt. Also der ist wirklich ganz, ganz toll. Der deckt toll ab, ist aber nicht zu heavy, aber auch nicht zu trocken. Also ich finde, der hat wirklich eine perfekte Konsistenz, bis auf diesen blöden Pinselapplikator. Der nervt mich ein bisschen. Aber ansonsten finde ich den mega gut. Setten werde ich das Ganze jetzt mit diesem Puder von Manhattan. Und zwar das Soft Matte Loose Powder in der Farbe 1 Natural. Das fixiert meinen Concealer sehr gut. Hinterlässt auch keinen komischen weißen Schleier. Ja, gibt so einen wunderschönen Weichzeichen-Effekt. Das ist wirklich auch einer meiner liebsten Puder generell. Wenn ihr mich schon länger verfolgt, dann habt ihr das schon gesehen. Aber das ist wirklich mega gut. Ich sette damit auch meine Augenlider. Das mache ich eigentlich immer. Ich brauche eigentlich gar keinen Eyeshadow Primer. Ich werde auch mein komplettes Gesicht setten. Das mache ich eigentlich immer. Das ist so meine persönliche Vorliebe, einfach weil ich der Meinung bin, dass dadurch das Make-up einfach viel, viel länger hält und viel, viel besser sitzt. Und ich halt oft dazu neige, mich hier zum Beispiel am Kinn abzustützen oder mir ins Gesicht zu fassen. Und ich dann merke, dass ja, sich die Produkte dann hier, wenn ich das nicht sette, einfach leichter abtragen. Weswegen ich dann eigentlich immer mein ganzes Gesicht sette. Also zumindest für solche Gelegenheiten. Und für heute benutze ich dieses hier von L'Oreal. Das ist aus dieser Age Perfect Reihe. Und zwar habe ich hier die Farbe Golden Beige 200.
An sich bin ich wirklich sehr zufrieden mit dem Puder. Also ich habe bis jetzt keine komischen negativen Erfahrungen gemacht. Es gibt so eine ganz leichte zusätzliche Deckkraft, nicht zu viel. Also es fällt eigentlich kaum auf, wenn man mal ehrlich ist. Ich habe eh jetzt schon eine relativ gut deckende Foundation drauf und da wird man jetzt nicht mehr viel Unterschied sehen. Aber es fühlt sich sehr, sehr schön an auf der Haut, weil es halt nicht zu trocken ist. Und gerade auch für die Damen mit reiferer Haut würde ich das empfehlen, weil es einfach wirklich nicht zu trocken ist. Und ich habe jetzt mal hier diese Seite gesettet und diese hier noch nicht. Und ihr seht, dass hier diese Seite trotzdem nicht zu matt geworden ist, weil diese richtig krassen Matinenpuder mag ich persönlich ja eigentlich nicht mehr. Und wie gesagt, gerade für die Frauen, die auch eine sehr trockene Haut haben oder eine reifere Haut haben, ist es auf jeden Fall optimal geeignet. Es verhindert jetzt nicht komplett, dass die Foundation in kleine Fältchen kriecht. Also gerade hier meine Lachfalten, setzt sich meine Foundation trotzdem ein bisschen ab, aber insgesamt finde ich, das macht wirklich eine ganz, ganz tolle Leistung, ohne dass die Haut zu trocken ist und fixiert, wie gesagt, die Foundation sehr gut. Als Bronzer werde ich heute eine meiner Lieblingsprodukte verwenden, und zwar von Revolution Pro die 4K Bronzer Palette. Das ist mein absolutes Holy Grail Produkt, wenn es um Drogerie-Bronzer geht. Ich glaube, ich werde heute sogar den Shimmernden benutzen. Ich habe eine relativ gute Haut momentan. Also für meine Verhältnisse ist das wirklich optimal. Und deswegen werde ich heute den Shimmernden benutzen. Der ist wirklich auch sehr schön. Ich finde, es sieht gleich ganz anders aus, wenn man Bronzer drauf hat. Es sieht gleich viel natürlicher aus, finde ich. Weil man einfach wieder so ein bisschen Dimension drin hat. Ich kann mir das ohne Bronzer gar nicht mehr vorstellen. Als Blush möchte ich nur was ganz, ganz Dezentes heute benutzen, weil ja, ich die Augen so ein bisschen betonen möchte und es soll jetzt nicht too much werden im Gesicht. Deswegen benutze ich hier von Physicians Formula den Butter Blush in der Farbe Plum Rose. Der hat wirklich eigentlich eine eher schwächere Pigmentierung, was viele dann eigentlich nicht gut finden. Ich persönlich mag es, wenn Blush nicht so gut pigmentiert ist. Man kann es halt wirklich dann ja, besser schichten aus meiner Sicht. Man muss halt natürlich ein bisschen mehr damit arbeiten, weil man einfach öfter schichten muss. Aber mir ist es irgendwie lieber. Und die Farbe ist relativ neutral, sage ich mal. Das ist nicht zu pink, nicht zu mauvig, nicht zu lila, nicht zu korall. Das ist wirklich ein super schöner neutraler Ton. Der passt wirklich eigentlich zu jedem Look, den ich bisher gemacht habe. Also ihr seht, der gibt wirklich nur einen Hauch von Farbe ab. Ich schichte den hier einfach ein bisschen, aber ich mag das total gerne, weil der sehr, sehr natürlich aussieht. Und der ist nicht komplett matt, sondern hat auch so einen ganz leichten Glow. Und ich finde es irgendwie total schön. Aber ohne, dass es die Hautstruktur zu krass betont. Wisst ihr, was ich meine? Wenn man so große Poren hat, ist das ja manchmal so ein bisschen komisch und hässlich, wenn es zu stark schimmert. Aber der ist wirklich optimal. Ich liebe den. Für einen Weihnachtslook kann mein Highlighter natürlich jetzt ein bisschen intensiver sein und aus der Drogerie benutze ich sehr, sehr gern von Essence The Highlighter in der Farbe 10 Heroic. Der ist wirklich sehr schön. Ich gebe das hier auf meine Wangen, unter meine Augenbraue, hier so ein bisschen darüber. Ich gebe den auch, obwohl ich eine relativ große Nase habe, hier auf die Nase drauf, weil mir das ziemlich egal ist, ob ich damit meine Nase betone. Und natürlich auch hier auf den Lippenbogen oder über den Lippenbogen. Ich finde das so unfassbar schön, wenn dann nachher Lippenstift draufkommt. I love it. So, damit das Ganze auch gut hält, werde ich heute von Essence auch dieses Fixierspray benutzen. Und zwar das You Better Work Fixierspray. Das funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es mein Maybelline 24-Stunden Fixierspray übertrumpfen kann. Aber es leistet auch wirklich eine sehr, sehr gute Arbeit. Also das ist ja noch günstiger als das von Maybelline. Also ich glaube sogar wesentlich günstiger. Aber das macht auch wirklich einen ganz, ganz tollen Job. Fixiert es alles sehr gut, sodass das Make-up auch länger hält und besser hält. Ist aber jetzt nicht sonderlich feuchtigkeitsspendend. Ich mache weiter mit den Augenbrauen. Die werde ich jetzt ganz schnell hinter der Kamera machen, weil es relativ uninteressant ist. Aber ich verwende heute von NYX meinen aktuellen Lieblingsaugenbrauenstift. Und zwar den Fill and Fluff Eyebrow Pencil in der Farbe Brunette. Und was ich jetzt machen werde, ich werde jetzt meine Bronzerpalette nehmen und mir diesen Ton hier nehmen. Und den einfach in meine Crease auftragen tatsächlich. Und was ich hier machen werde, ich habe hier so ein Blatt Papier, weil ich möchte so eine ganz sanfte, scharfe Kante haben. Jetzt nicht zu krass.
aber so ein bisschen schärfer. Und ich trage die Farbe auch wirklich hier komplett hier bis nach vorne auf. So, dann werde ich für das bewegliche Lid ein Cream-Pigment benutzen, und zwar hier von NYX. Das Foilplay Cream Pigment in der Farbe Dauntless. Eigentlich sollte ich die Augen am Anfang machen und dann erst die Foundation. Ich habe aber nicht dran gedacht. Weswegen ich jetzt ganz vorsichtig sein muss, weil das schon so ein bisschen runterbröselt. Ich werde dieses Pigment hier mit dem Finger, ich habe mir das hier in den Deckel gekippt, ein bisschen aufnehmen und vorher so ein bisschen auf meinem Handrücken auftragen. Und dann erst hier komplett aufs Lid aufgeben. Ich werde natürlich das hier trotzdem versuchen, noch so ein bisschen zu verblenden, aber nicht zu viel. Sonst landet hier einiges dann auf meiner Foundation. Aber das war's schon. Mehr will ich dann heute auch gar nicht machen. Ich finde, es sieht einfach an sich schon so schön aus. Mit diesem Cream-Pigment, weil es so schön schimmert und glitzert und ich finde, es passt perfekt zu Weihnachten. Für den unteren Wimpernkranz werde ich jetzt natürlich die gleiche Farbe benutzen wie oben in der Lidfalte, und zwar diesen schönen Bronzerton. Und für meinen inneren Augenwinkel zum Highlighten benutze ich jetzt nochmal das Produkt von Essence. Eigentlich könnte ich es jetzt schon so lassen, weil es wirklich an sich schon ganz, ganz toll aussieht, aber ich möchte ein bisschen was Besonderes machen. Und zwar werde ich heute mal wieder einen Eyeliner benutzen. Ich habe hier von Catrice den It's Easy Tattoo Liner in Waterproof. Der hält bei mir wirklich sehr, sehr gut. Und ich ziehe mir hier so einen schönen Wing. Ich finde, das macht noch so ein bisschen was her. Aber eigentlich gefällt es mir so schon ganz gut. So, dann werde ich jetzt noch Wimpern draufkleben. Ich finde den Effekt mit falschen Wimpern einfach so, so, so toll. Ich werde jetzt welche von Red Cherry benutzen. Die habe ich schon lange nicht mehr benutzt. Und zwar die Version Stevie. Die sind so ein bisschen Cat-Eye-mäßig geformt. Und dadurch, dass ich jetzt auch so einen Wing habe, passen so Cat-Eye-Lashes einfach am besten. So, die Lashes wären drauf. Ich persönlich mag ja den Effekt von False Lashes total gerne, weil ich finde, das macht einfach noch was Besonderes draus, finde ich. Und für meine Lippen werde ich jetzt einen Lip Liner und einen Lippenstift benutzen. Und zwar beide Produkte hier von Manhattan. Der Lip Liner ist der Extreme Last Lip Liner in der Farbe 59G. Und der Lippenstift ist der All-in-One Lipstick in der Farbe 320 Crushed Cinnamon. Wenn man die Lippen ganz, ganz sanft mit dem Lip Liner übermalt, sehen die Lippen einfach voller aus. Ich versuche das so dezent wie möglich zu machen, weil wenn man sie zu krass übermalt, dann sieht es auch komisch aus. Und es verhindert natürlich dann auch, dass der Lippenstift ausläuft. Ja, meine Lieben, und das wäre jetzt auch der fertige Make-up-Look. Ich bin sehr gespannt auf eure Meinungen. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare, ob das ein Look wäre, den ihr selbst auch an Weihnachten tragen würdet. Auf jeden Fall hoffe ich, meine Weihnachtslook-Inspiration hat euch gefallen. Ja, und wenn ihr jetzt noch Lust habt auf weitere Videos von mir, dann schaut doch gerne mal hier rein. Ansonsten hoffe ich, wir sehen uns natürlich bald wieder. Ich wünsche euch bis dahin eine wunderschöne Zeit. Bis bald!